Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Hier seht ihr die Einblendung und zwar namens Movie Review. Ja, Movie Review soll eine Review dazu sein, wenn ich im Kino war und den Film gesehen habe, den ich vielleicht ganz cool fand. Oder generell ich Filme im Kino angucke und ich euch zeigen möchte, wie der Film so läuft, wie der Film generell ist und ja. Ich habe mir eben angeschaut Return of the First Avenger. Moment, ich muss hier ganz kurz die Seite öffnen. Ja, dort haben eben mitgespielt der Chris Evans als Captain America. Dann das Sebastian Stan als Winter Soldier. Das sind eigentlich somit die zwei wichtigsten im ganzen Film. Dann der Anthony Mackie, der hat den Falcon gespielt, den kennen sich ja auch ganz viele aus dem Marvel-Universum, bla bla bla. Also meine Meinung zum Film. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, um was es bei dem Film ging, denn das könnt ihr sicherlich selber in Trailern sehen. Also der Link zum Trailer ist in der Kanalbeschreibung, weil ich... Das Problem ist, wenn ich euch anfange, über den Film zu erzählen, dann fange ich an zu spoilern und dann müsste ich wieder alles rauscutten und alles piepen und das nicht so gut. Und ja, im Hintergrund nur zur Info seht ihr eine Endergames-Runde auf Gomme HD. Natürlich, wo gibt es denn sonst Endergames? Und das war eine richtig coole Chamäleon-Runde. Und das ist jetzt unabhängig generell von der Enderkids-Serie, weil da kommt ja sowieso auch noch das Chamäleon dran. Und ja, also ich fand persönlich den Film sehr gut. Ich habe nämlich den ersten Teil nicht gesehen und habe mir dann direkt den zweiten Teil angeguckt. Da ist es immer schwer, ein bisschen mitzukommen. Aber ich fand, wie auch bei die Tribute von Panem, fand ich, dass ich ganz gut mitgekommen bin. Also bei die Tribute von Panem wusste ich sofort, um was es geht. Generell auch wegen Minecraft, wegen den Hunger Games, bla bla, wusste ich es ja auch. Und da bin ich dann gut mitgekommen, auch bei diesem Film, muss ich sagen. Denn das hatte eine ganz andere Storyline wie beim ersten Teil. Also ich habe schon ein paar Informationen vom ersten Teil bekommen. Aber ich fand, da war eben eine komplett andere Story dahinter. Und von dem her ist es dann auch immer gut zu gucken, ob man jetzt den ersten oder den zweiten Teil angucken soll. Ja, vom Schauspielerischen her fand ich das wirklich sehr gut. Also zum Beispiel, wie hieß denn die Schauspielerin? Die Scarlett Johansson, die spielt die Black Widow. Die kennt ihr sicher auch alle. Also der Falcon, eben der eine Falke da mit diesen Flügeln. Dann der Captain America mit dem Schild, den kennt ihr sowieso wahrscheinlich alle. Und die Scarlett hat die Natasha gespielt. Beziehungsweise die Black Widow, die auch in The Avengers zu sehen ist, den ich übrigens auch nicht gesehen habe. Obwohl der Film heißt The Return of the First Avenger. Ja, also mein Fazit zu dem kompletten Film ist, er ist wirklich sehr, sehr spannend. Man kann jetzt nicht direkt sagen, also man denkt sich ja immer bei Filmen so, ich glaube jetzt passiert das und das. Aber bei dem Film ist es genauso, wenn man denkt, es passiert das und das, passiert genau das Gegenteil, von wo du gar nicht mal dran gedacht hast. Und das finde ich ganz cool. Also das finde ich, mag ich an Filmen, wenn man nicht weiß, was kommt und dann nochmal überrascht wird. Und ich fand, für das, dass er, glaube ich, über Momente, muss ich kurz nachschauen, wie lange der, 136 Minuten, also ist echt lange, echt lange, wenn man denkt, man geht so mal normalerweise ins Kino und guckt sich einen Film mit 1,5-2 Stunden an, ist 136 Minuten echt sehr lange. Ich fand aber den ganzen Film über war sehr viel Spannung, also besonders dann am Ende. Und was das Ende nochmal betrifft, es gab ein offenes Ende, ja. Also es ist wie bei die Tribute von Panem, das Ende ist einfach offen. Es ist kein abgeschlossenes Ende, wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, ja, bla bla, so und die Geschichte ist aus, sondern es gab ein offenes Ende und das fand ich persönlich gut, denn das bestätigt dann irgendwie wieder, dass es eine Fortsetzung vom Film geben wird und das finde ich persönlich eigentlich immer ganz cool. Ja, sonst muss ich sagen,
Naja, also was die Charaktere betrifft, kamen eigentlich nicht sehr viele neue hinzu, als es beim alten Teil auch schon gab, bis auf den Falcon. Das ist jetzt auch ein kleiner Spoiler im Prinzip, denn man denkt den ganzen Film über nicht, dass das Falcon ist. Man denkt, es ist ein ganz normaler Freund. Aber ja, das ist Falcon. Jetzt wisst ihr es. Wie gesagt, ich fand den Film richtig cool. Ich empfehle ihn euch wirklich weiter. Aber wer jetzt zum Beispiel nicht unbedingt auf lange Kinofilme steht, der sollte es sich nicht anschauen, weil es keine Pause dazwischen gibt. Und 136 Minuten, Moment, lass mich rechnen, 60 und 60 sind 120. Ja, der dauert nicht 3 Stunden, aber er dauert schon 2,5 Stunden. Ob man sich das jetzt antun will oder nicht, ist immer jeden seine Sache. Ich habe es mir angetan, weil ich gehe mega gerne ins Kino. Ich gehe mindestens 3-mal im Monat ins Kino. Deswegen kann ich diese Folge auch drehen und deswegen kann ich diese Folge auch weiterführen, weil ich das öfters machen werde einfach. Und ja, ich möchte euch eben nicht irgendwie einen Spoiler-Alarm geben, sondern ich möchte euch einfach sagen, wie mir persönlich der Film gefallen hat, ob es eine Empfehlung ist, wie ich die schauspielerische Leistung fand und wie ich die Schauspieler generell fand, weil das ist auch, finde ich, ganz wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt bekommst, soll ich mir den Film anschauen oder nicht, und ihr wisst das jetzt nicht zu 100%, ob ihr euch den angucken sollt, dann ist es, glaube ich, immer gut, wenn ihr so ein kleines Feedback von jemandem bekommt, der ihn schon gesehen hat, der aber nicht spoilert, sondern der dann nicht einfach sagt, ja, es passiert dann das und dann passiert das und dann passiert das. Nee, so ist das nicht. Ich glaube, noch ein neuer Charakter wäre dann dieser Winter Soldier. Der quasi der Hauptgegner von Captain America ist. Also, wenn ihr die Poster und so weiter alles gesehen habt, dann wisst ihr sicher, dass das der Bösewicht ist. Und ja, da gibt's halt, wie in jedem Film, einen epischen Fight und epischer Musik. Ich fand den ehrlich gesagt richtig cool, weil eben Sachen passiert sind, von denen man nicht erwartet, dass sie passieren. Man denkt immer so, scheiße, das jetzt, doch nicht. Und dann denkt man wieder ganz anders. Und von dem her ist das so viel Abwechslung und deswegen empfehle ich euch den Film auch, und ihr bekommt von mir von 10 Punkten bekommt ihr von mir auf jeden Fall 10 Punkte, weil ich den wirklich richtig, richtig cool fand und ich empfehle euch den weiter. Das war's dann auch schon wieder von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen und das war's. Tschüss!